Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Poldi to Glory. Und wir starten heute rein mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Und die Gastgeber direkt auch mit der ersten Chance, das ist Maxi Eggestein. Und der findet Divo Origi, den Neuzugang vom FC Liverpool, mit dem frühen 1:0 für die Breisgauer. Wir wollen hier natürlich möglichst schnell eine Antwort finden, das ist Lukas Metscher, aber Marc Flecken ist da und kann den Ball parieren. Nach einer halben Stunde dann mal wieder die Freiburger, Soloi auf Origi und der zurück zu Soloi, aber kein Problem für Timo Horn. Und dann sind wir schon in der zweiten Halbzeit und Freiburg klar die bessere Mannschaft, Grifo auf André Hahn, aber Timo Horn ist zur Stelle und kann den Ball parieren. Und dann sind auch nur noch 8 Minuten auf der Uhr und wir brauchen hier natürlich dringend einen Treffer. Marc gut nochmal mit der Gelegenheit, aber er setzt den Ball leider knapp neben das Tor. Und so verlieren wir am Ende gegen den Sportclub aus Freiburg mit 1:0. Der erste FC Köln hat hier eine richtig schwere Aufgabe vor sich. Man empfängt zu Hause RB Leipzig und man ist natürlich der klare Außenseiter. Und das weiß auch Lukas Podolski und deswegen schickt er hier heute eine Fünferkette ins Rennen. Der Plan ist also klar, hinten den Laden dicht machen und hoffen, dass vorne irgendwie einer reinfällt. Und die Gäste aus Leipzig haben auch die erste Chance. Hier Adams versucht es mal aus der Distanz, aber der Ball geht doch einige Meter über das Tor. Und dann kurz vor der Halbzeitpause tatsächlich mal eine Chance für die Kölner. Jonas Hector komplett frei vor Gulaschi. Ich glaube, da war er selber überrascht. Ja, hier sehen wir es nochmal. Schöner Pass von Anderson und dann haut er das Ding da doch einige Meter über den Kasten. Zweiter Durchgang und die Leipziger mal wieder mit einer Chance. Das ist Emil Forsberg, aber Timo Horn ist da. Forsberg ja zur Halbzeitpause eingewechselt. Leipzig hat bislang ja nicht so viel zustande bekommen. Jetzt sind sie aber gut am Drücker. André Silva mit der nächsten Chance und dann Timo Horn mit einem Riesenfehler. Und Forsberg ist da. 1:0 für Leipzig, 57. Minute. Was ein furchtbarer Fehler von Timo Horn. Noch ist hier aber gar nichts verloren. Wir stehen hinten eigentlich stabil und haben auch unsere Chancen. Das ist Sebastian Andersson. Sebastian Andersson, 73. Minute, der Ausgleich, das Rhein-Energie-Stadion rastet aus. Genau das ist der Plan von Podolski gewesen. Auf die Konter setzen und dann eiskalt zuschlagen. Und Andersson macht das hier überragend und darf dann in der 80. Minute auch vom Feld gehen. Und es kommt Lukas Metscher in die Partie. Leipzig will hier natürlich aber die 3 Punkte holen und wirft alles nach vorne. Das ist André Silva mit einem Versuch aus der Distanz. Aber wirklich gefährlich war das nicht. Und dann sind wir bereits in den letzten Minuten der Partie und wir haben nochmal eine Konterchance. André Duda auf den eingewechselten Lukas Metscher. Der läuft ganz alleine aufs Tor zu. Lukas Metscher, das gibt's doch nicht. 90. Minute, der FC Köln geht in Führung. Lukas Metscher. Der Joker schlägt zu und das Stadion rastet komplett aus. Und kurz darauf ist dann auch Schluss. Lukas Podolski und der erste FC Köln schlagen RB Leipzig mit 2:1. Die Sensation ist damit perfekt. Boah, was ein krasses Spiel. Da müssen wir jetzt erstmal durchatmen. Und das machen wir, indem wir ganz entspannt auf die Tabelle gucken. Und wir sehen, wir sind auf dem 13. Platz, haben 6 Punkte. Und wir sehen auch, wie verdammt wichtig dieser Dreier gegen Leipzig war. Sonst wären wir vielleicht sogar auf einem Abstiegsplatz. Also wirklich ganz wichtige Punkte. Aber wir müssen auf jeden Fall nachlegen, denn es ist verdammt eng da unten. Lukas Podolski ist ein vorbildlicher Trainer und deswegen kümmert er sich schon während der Hinrunde um Transfers für die Rückrunde und verleiht sein Top-Talent Konstantin Arnold ab Januar für 6 Monate zum Wolfsberger AC. Das war ein verdammt komplizierter Satz, ich muss jetzt erstmal durchatmen und deswegen würde ich sagen, gehen wir rein in die nächste Partie. Das nächste Spiel für Lukas Podolski und seine Jungs steht an und diesmal geht's auswärts gegen Eintracht Frankfurt ran. Und man merkt den Kölnern auch an, dass der Sieg gegen Leipzig ordentlich Rückenwind gibt. Das ist Jannis Horn, der heute mal von Beginn an ran darf und der findet Lukas Metscher. Erste Chance für die Kölner, wenn der reingeht, ist das wahrscheinlich das Tor des Monats. Aber er macht ihn leider nicht, aber hier sehen wir es nochmal wirklich technisch hoch anspruchsvoll, wie Metscher den Ball da nimmt. 15. Minute und quasi die gleiche Szene, nur auf der anderen Seite, diesmal Kostic mit der Chance. Aber wie so oft in dieser Saison, eine richtig starke Parade von Timo Horn. Und dann sind wir schon im zweiten Durchgang, das ist Armin Younes im Zusammenspiel mit Rode. Younes und dann Ragnar Ache mit dem 1:0.
Der Mann, der ja bei Olympia auf sich aufmerksam machen konnte, hier mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Und die Frankfurter sind jetzt die klar bessere Mannschaft. Chandler auf Jakic, 2:0. Timo Horn sieht da nicht wirklich gut aus. Und das ist jetzt hier schon fast sowas wie die Vorentscheidung. Aber noch sind 10 Minuten zu spielen. Duda findet Lukas Metscher und der mit dem Anschlusstreffer. Geht hier vielleicht doch nochmal was für die Kölner? Die Antwort ist nein. Stattdessen die Frankfurter in den Schlusssekunden nochmal mit einem Konter. Ragnar Ache gegen Timo Horn und dann macht er das super cool. Das hier ist also die endgültige Entscheidung. Eintracht Frankfurt bezwingt den ersten FC Köln mit 3:1. Und nach dem Sieg gegen Leipzig gibt's also dann erstmal wieder einen kleinen Stimmungsdämpfer für die Kölner. Nach der bitteren Niederlage gegen Frankfurt war es dann mal wieder Zeit, unsere Scouts loszuschicken und das haben wir natürlich auch gemacht. Scout Nummer 1 geht nach Deutschland und sucht nach Angreifern, der zweite Scout sucht in Frankreich nach defensivstarken Spielern und der dritte Scout, der geht nach Tschechien und sucht nach Torhütern. Wir haben hier einen unserer Jugendspieler, nämlich Sang Hoon-moon, zum rechten Mittelfeldspieler umtrainiert und sein Rating geht einfach um 10 Punkte nach oben. 10 Punkte, wie krass ist das bitte? Jetzt sieht er auch gar nicht mehr so schlecht aus und deswegen würde ich den einfach mal ins Profiteam befördern. Wir müssen dann aber leider feststellen, dass er kein wirklich gutes Potenzial hat. Zumindest wird kein Potenzialstatus angezeigt, das heißt, er hat maximal ein 80er Potenzial. Ist jetzt nicht so berauschend, also der ganze Hype um Mun ist dann auch schon wieder weg. Trotzdem ist es natürlich einfach krass, dass sein Rating durch den Positionswechsel um 10 Punkte nach oben geht. Das musste ich einfach ins Video mit reinpacken. Und dann steht auch schon das nächste Spiel in der Liga an und es geht gegen den Tabellennachbarn aus Fürth. Wir sind ein Platz und einen Punkt hinter der Spielvereinigung und wollen natürlich unbedingt gewinnen und an den Fürthern vorbeiziehen. Und Podolski hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt und unter anderem auch ein bisschen rotiert. Modest zum ersten Mal in dieser Saison in der Startformation. Und er macht hier direkt das 1:0 nach 11 Minuten. Der perfekte Start für die Kölner. Von Fürth kommt nicht allzu viel, die einzig nennenswerte Chance. Kurz nach der Halbzeitpause mal ein Versuch von Nürgurta, aber der trifft zum Glück nur das Aluminium. In der Nachspielzeit haben wir dann nochmal eine Chance. Thielmann auf Metscher, der weiter zu Marc Uth und der mit dem 2:0. Wir besiegen also die Spielvereinigung aus Fürth und fahren damit 3 ganz wichtige Punkte ein. Nächstes Spiel und diesmal müssen wir auswärts in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim ran. Und man merkt uns auf jeden Fall an, dass die Formkurve nach oben zeigt. Lukas Metscher versucht's mal aus der Drehung, anspruchsvoller Abschluss, aber leider geht der Ball nicht ins Tor. Kurz vor der Halbzeitpause da mal die Hoffenheimer, aber Timo Horn ist zur Stelle. Der Mann spielt wirklich eine richtig starke Saison. In der 72. Minute dann nochmal Rocher mit einer Chance, aber Timo Horn ist wieder da. Die Hoffenheimer verzweifeln am Kölner Keeper. Es bleibt am Ende aber bei 0:0. Wir holen also einen Punkt gegen Hoffenheim. Damit kann man im Großen und Ganzen auf jeden Fall zufrieden sein. Nächstes Heimspiel und diesmal spielen wir gegen Bayer 04 Leverkusen. Das wird auf jeden Fall auch keine einfache Partie. Wir haben aber die erste Chance. Super Pass von Katterbach auf Jonas Hector, der alleine vor Radetzky. Aber er bekommt den Ball nicht im Tor unter. Riesenchance für die Kölner. Kurz vor der Pause dann mal Leverkusen mit einer Ecke, das ist Rafa, der auf Lodero und dann die Flanke auf Tatoba. Was ein Tor vom Innenverteidiger, im Stile eines Topstürmers nimmt er den da Volley. Leverkusen führt also kurz vor der Halbzeitpause. Zweiter Durchgang und Leverkusen spielt richtig guten Fußball, das ist Bruma und dann Alario komplett frei. Der wurde zur Halbzeitpause für den schwachen Patrick Schick eingewechselt. Und bringt hier Leverkusen jetzt also mit 2:0 in Führung. Trotz des deutlichen Rückstands geben wir hier nicht auf. Kainz auf Will Alba und der frei vor Radetzky, aber auch der scheitert am finnischen Keeper. Riesenchance, das wäre nochmal hier der Anschlusstreffer gewesen. Und dann sind wir bereits in den letzten Minuten der Partie. Nochmal eine Chance und Anderson macht zwar noch hier den Treffer zum 1:2, aber danach ist Schluss. Wir verlieren also gegen Bayer Leverkusen mit 1:2. Bittere Niederlage, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Es ist mal wieder Zeit, einen Blick auf die Tabelle zu werfen und wir sehen, nach 9 Spieltagen haben wir 10 Punkte und liegen auf dem 12. Tabellenplatz.
Damit sind wir auch 4 Punkte vor Hertha BSC bzw. Arminia Bielefeld. Das sieht auf den ersten Blick jetzt natürlich richtig gut aus, aber man muss immer im Hinterkopf behalten, verlierst du hier ein, zwei Spiele, kannst du auch ganz schnell wieder unten reinrutschen. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, aber insgesamt bisher auf jeden Fall ein ordentlicher Start in die Saison. Ich würde mal sagen, bisher hat sich die Leihe von Lukas Metscher richtig gelohnt. Der Typ hat jetzt schon 3 Saisontore und ist damit bislang auch unser bester Torjäger in der Mannschaft. Die meisten Vorlagen hat dann Andrej Duda beigesteuert. 4-mal hat er bereits für einen Mitspieler aufgelegt. Und dann sind wir auch schon am Ende dieser Episode angekommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann abonniert diesen doch gerne. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit einem Pokalspiel gegen Union Berlin, wie man schon sehen kann. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.